können heute nicht alles verlieren, aber wir können sehr viel gewinnen. Wir können alle unter Druck setzen heute. Alle! Zeigt denen, dass ihr griffig sind im Spiel. Zeigt denen, dass ihr Zweikämpfer habt, Männer. Alles klar? Auf die Runde! Es gibt halt auch Leute, die sagen, solange wie diese Regionalliga so gut besetzt ist und mit den Vereinen besetzt ist, tut es uns gut, in dieser Liga auch zu spielen. Und das kann ich überhaupt nicht akzeptieren. Absolut nicht. Und das ist unsere Gefahr auch. Ich bin an der Reihe, ja jetzt bin ich dran. Ein silberner Streifen, ein Hologramm. Jemand ruft meine Nummer mit großem Tamtam. Ich glaube, es geht wieder aufwärts, ich weiß nur noch nicht wann. Ich hab keine Eile, es wird langsam spät. Also mach ich nicht. Fehlt doch noch Leute. Ah, die zwei. Franzose, immer hinterher. Du hast nichts gesagt. Jedes Spiel zählt und jeder will im ersten Spiel unter der ersten Elf sein. Im Endeffekt geht es darum, die Position so auszufüllen, wie man es ausfüllen wolle. Und immer der Kopf over Ball. Immer der Kopf over Ball, egal was passiert im Feld. Ich bin an der Reihe, ja jetzt bin ich dran. Ein silberner Streifen, ein Hologramm. Jemand ruft meine Nummer mit großem Tor. Ja, es gibt ein Bauchgefühl und ich hoffe, dass wir dieses Jahr unseren letztjährigen Tabellenplatz um vielleicht 3-4 Plätze verbessern. So, ich fange einfach mal an. Ja, trage mal alles raus am besten, würde ich sagen. Könnt ihr besser kochen oder besser Fußball spielen? Ich würde schon sagen, besser Fußball spielen, aber kochen ist auch nicht so schlecht. Ja, man lernt dazu, ne? Je älter man wird, desto mehr ist man drauf angewiesen. Was man auch an seinem Körper sieht, ne? Dass er sich immer gut ernährt. Maschine. So wie der Kader zusammengestellt ist und mit den Möglichkeiten, die wir haben, ist es schon ein Problem. Du hast zwei Top-Stürmer für die Liga. Es darf schon mal von denen zwei keiner wegbrechen. Hast du ein Problem. Kriegst du nicht aufgefangen. Das haben wir letzte Saison gesehen. Und wir sind jetzt ein Verein, wir können nicht sagen, wir legen morgen nach. Das geht nicht. Ganz wichtig wird der Start sein, sage ich jetzt mal, weil letztes Jahr haben wir den Start verkackt, wenn man das so sagen darf. Und ich hätte mir ein einfacheres Programm gewünscht zu Anfang, aber jetzt ist nun mal so. Wenn man hoch will, muss man eh gegen alle gewinnen. Aber ich sage, wir werden es schaffen. Also ich bin überzeugt davon. Denken auch an den langen Ball, Kai, Patrick vorne. Ansonsten, Männer, erstes Spiel. Wenn mal ein paar Leute kommen, genießt es, geht raus, haut richtig dran und immer Kopf over Behalle. Kopf over Behalle, rausgehen, Zweikämpfe hole und dann gewinnt er das Spiel auch.
Aber das ist das, was ich meine. Männer, das ist der Kickpoint. Das ist das Entscheidende. Der Punkt. Männer, den können wir nicht mehr 8 oder 10 Mal herschenken wie letzte Saison. Heute haben wir 2 Jahre geschenkt. Ja, nach dem, ich denke, nach dem Mannheim-Spiel war in der Kabine ja jeder eigentlich, war zwar sehr, sehr ärgerlich, aber ich denke, das war das erste Spiel, da konnte man drauf aufbauen. Ne? Ja, ich denke, jeder hat gemerkt, dass sie richtig gut gespielt haben, aber dass gerade so das Quäntchen Glück dann gefehlt hat am Schluss. Ja. Aber trotzdem war die Hoffnung da, dass es, denke ich, eine richtig gute Saison werden kann, gerade nach so einem Auftakt gegen so eine starke Mannschaft, die sich so verstärkt haben. Vom Gefühl her war das eigentlich schon nicht so schlecht. Jetzt beginnen wir mit 2 schweren Spielen, spielen 2-mal unentschieden. Jeder sagt, ja, ist okay, die 2 unentschieden. Aber im Endeffekt haben wir 2-mal nicht gewonnen. 2 Spiele, die man gewinnen kann. Und das ist die Gefahr, dass man jetzt auch diese Erwartungshaltung, wenn man die nicht pusht mit Siegen, mit Punkten im Endeffekt, nicht nur mit guten Spielen, sondern mit Punkten, dass die umschlägt in, in Hamburg geht das relativ schnell, auch Resignation. Das war heute das Beste, was ich hier auch in der Hamburger Mannschaft nach vorne, was wir da gespielt haben. Wir verstehen uns immer besser. Es war jetzt nicht das erste Spiel, war ja gegen Mannheim und Offenbach teilweise schon richtig gut, wie wir kombiniert haben. Das wird von Spiel zu Spiel besser. Müssen wir nur schauen, dass wir die Böcke wegbekommen. Die Fehler müssen wir abstellen und wir können uns nicht noch Wochen hinstellen und das sagen. Es ist im Moment auch ein Teil unserer risikoreichen Spielweise. Das hat schon wehgetan. Ne? Da war ich schon fertig, ich denke. Gerade bei uns zwei. Ne? Ja, schon viel mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Ja, also diese Sorten war echt dann Pech. Ne? Ich war ja nicht die einzige Verletzung, sage ich mal. Clément in der Vorbereitung schon. Ah, das war das gegen Elversberg war das, glaube ich. Genau, Vorbereitungsspiel. Da ging es ja eigentlich schon los, die Seuche.
Tja, geh mal los. Hallo. Guten Tag. Es kommt mit Sicherheit vor, dass man mal einen Torwart wechselt, aber nicht einen, den man direkt verpflichtet und dann das Tor stellt und eigentlich eine Nummer 1 hatte, mit der man nicht so sehr unzufrieden war, muss man auch sagen. Aber wir hatten jetzt eine Möglichkeit, jemanden zu bekommen, der schon, wie gesagt, auch in seiner Vita was stehen hat. Ich möchte nicht genau ins Detail gehen, aber die Art und Weise, wie das vonstatten ging, war jetzt nicht die beste, sag ich mal, vielleicht ein bisschen unglücklich. Dann mit dem Hintergrund, dass ich im Sommer halt eine Möglichkeit hatte, ein Angebot hatte, eine Möglichkeit, dem Verein zu wechseln. Ich aber gebeten wurde, zu bleiben und ich mir dann halt 2-3 Tage Gedanken gemacht habe, aber dann das Angebot ausgeschlagen habe, weil wir hier was vorhatten mit dem Verein, mit der Mannschaft. Wir wollten oben mitspielen und das große Ziel halt Aufstieg schaffen. Das war dann die Verärgerung, dass dann 3,5 Wochen nach Transferende dann so eine Entscheidung getroffen wurde, wo ich jetzt im Hinblick auf meine fußballerische Zukunft nicht mehr reagieren konnte. Also wenn ich ehrlich bin, habe ich nach dem Gespräch, also das Gespräch geführt hat, habe ich und anwesend war außer David Buchholz noch der Torwarttrainer. Als David Buchholz die Tür rausgegangen ist, habe ich zu meinem Torwarttrainer gesagt, ich hätte genauso reagiert an seiner Stelle. Ich habe irgendwo auch, muss ich sagen, absoluten Respekt vor ihm. Und das ist eine ganz schwierige Situation, glaube ich, für jemand. Und da habe ich auch dann irgendwo ein bisschen Gefühl, ein bisschen Mitgefühl vielleicht sogar. Also du sitzt auf der Bank und als der Einwurf in der Luft war, ja, also ich beobachte ja nicht nur den Ball, ich beobachte das Verhalten der Spieler, beobachte auch in der Situation, du hast ja in der Situation genau den Blick dorthin und wie die 2 Schritte aus dem Tor waren und der Ball noch nicht im Tor, habe ich schon scheiße gedacht. Und das ist halt dann so eine Situation, die genau, die kommt dann. Ich kann mich jetzt, ich stehe da, ich kann da jetzt nicht mich hinstellen und sagen, ja Trainer, was machst du da, ne? So, er hat sich was dabei gedacht, ich muss es akzeptieren. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht da hinsetzen und lächeln und sagen, ja, ist cool. Weil ich alle anderen drumherum sehe, weil es die ganze Mannschaft ist abgefuckt, weil wir so ein Tor fressen. Spiel durch. Geh. Und jetzt. Ja, wunderbar. Ja! Sehr gut. Yes! So, das ist das, was ich euch gestern im Training gesagt habe. Das ist der Wille. Der Wille entscheidet. Ja? Der Wille entscheidet auf Dauer. Und den müssen wir jedes Spiel haben. Den Wille müssen wir jedes Spiel haben. We'll be right back.
So, Männer, hey, ganz kurz zuhören. Denken an die taktische Sache, die man spielen wolle. Erstens, das wisst ihr. Ja? Alles gesagt taktisch. Männer. Zweitens, wir können heute nicht alles verlieren, aber wir können sehr viel gewinnen. Das, was ich euch gesagt habe. Männer, wir können alle unter Druck setzen heute. Alle. Alle richtig unter Druck setzen. Das erwarte ich von uns. Klar? Und Kopf hoch. Zeigt denen, dass ihr griffig sind im Spiel. Zeigt denen, dass ihr Zweikämpfe habt, Männer. Von Anfang an, und zwar von der ersten Minute, von dem ersten Zweikampf sind wir hier. Alles klar? Auf Kopf! Leg mich am Arsch, die erste Aktion, ey. Mit der ersten Aktion bringe mir die ins Spiel. Murat! Murat! Wir sind besser. Hä? Wir sind besser. Ja. Wenn wir die zwei, drei Situationen noch ein bisschen besser ausspielen, dann hast du klare Torschüsse. Ja. Wir sind besser. Wir sind besser. Wir haben zwei, drei Problemsituationen gehabt, ansonsten immer besser. Passt auf der Sechser-Position auf, Steven, ne? Rechts, links, Schiebe vor der Kette. Das passt. Es ist okay. Weiter, Männer, hey, hey, weiter! Verdient ist 0 zu 0, gerecht ist 0 zu 0 und die Mannschaft hat insgesamt ein tolles Spiel gemacht. Ich bin mit der Leistung der Truppe sehr, sehr zufrieden. Was nicht nach außen kommt, ist mit Sicherheit so, wenn man so Punkte hat wie jemand wie Tim Schlegerer vor dem Saarbrücken-Spiel rauszunehmen, der vorher 14 Spiele in der Startformation war, am 15. Spieltag gegen seinen Verein, 1. FC Saarbrücken, wo er herkommt, aus der Anfangsformation rauszunehmen, ist, glaube ich, schon eine Situation, die auch nicht so einfach ist. Für Thierry, ne? Das ist die gleiche Position, ne? Ja. Krieg ich hin, oder? Was? Hey. Klar. Sicher. Dann machst du noch ein Tor. Aber da muss ich gleich auch sagen, die Entwicklung bzw. die Reaktion von ihm war genauso, wie man sich dann als Trainer auch wünscht. Er war sauer, aber er hatte das auf dem Platz im Training und in den nächsten Spielen gezeigt, dass es so ist, dass dann jemand Reaktion zeigt und positive Reaktionen. Und da muss man sagen, Hut ab vor solch einem Spieler.
was mich richtig ärgert, ist die letzten 3-4 Wochen im Training, muss ich sagen, auch daraus geschuldet, dass wir nur 12-13 Mann zeitweise im Training hatten, waren wir wirklich im Training nicht gut. Wir haben nicht mehr die Einstellung gezeigt wie vorher. Wir haben wirklich vieles dann so ein bisschen laufen lassen. Und das hat mich schon geärgert. Und das war für mich eigentlich der negativste Punkt. Das habe ich der Mannschaft jetzt auch im Abschlussgespräch gesagt. Wir wollen uns von Ihnen verabschieden in die Weihnachts- und Winterpause mit dem Tor des Tages. Für uns das 1:0 von Steven Kröner vom FC Homburg, auch wenn es am Ende nicht für den FCH zum Sieg gereicht hat. So ab Ende Oktober, da war so ein Break nach dem Saarbrücken, nach dem Saar 05-Spiel, war so ein Break, so eine Woche. Und ab dem Zeitpunkt waren wir nicht mehr gut. Wir waren absolut als Mannschaft nicht mehr fokussiert. Und wir vom Trainerteam, beziehungsweise auch ich, haben gedacht, komm, die 3 Wochen, die lassen wir jetzt die Mannschaft so weit. Es geht in Ruhe. Wir gucken, dass wir in den Winter reinkommen. Wir wollten jetzt nicht auf die verbliebenen Spieler, die noch da waren, unheimlich Druck ausüben. Und im Nachhinein muss man sagen, diese 3 Wochen waren falsch. Die hat man müssen ein bisschen mehr tun. Diese Woche werde ich mit jedem Spieler aus dem Kader noch ein Einzelgespräch führen. Also kurzes Feedback an jeden einzelnen Spieler. Plus vielleicht auch, wenn einer von euch was hat, der mir irgendwas sagen kann. Ich werde nicht ein Jahr lang hinter einer Mannschaft stehen, tagtäglich, und werde jedem in den Arsch treten. Das werde ich nicht tun. Ganz klar. Warum? Weil ich der Meinung bin, dass das auf Dauer kein erfolgreicher Weg ist. Oder ich muss alle halbes Jahr oder jedes Jahr 10, 15 Spieler austauschen, das ist nicht der Weg. Ich will mit Spielern langfristig arbeiten, und das funktioniert nur, wenn das Verhältnis Trainer-Mannschaft stimmt. Das funktioniert nur, wenn jeder sich aufeinander verlassen kann, ja, und jeder weiß, was er an dem anderen hat. Und diese Spieler will ich auch bekommen, die das zu schätzen wissen. Und ich will von meiner Seite aus den Spieler einiges mit auf den Weg geben, dass sie auch dadurch erfolgreich sind. Und das ist diese Zusammenarbeit, diese Symbiose bringt im Endeffekt den Erfolg, langfristig den Erfolg. El Financial Times, ¿qué te digo yo? Estas cosas, lo que es que haces. Ah, sí, bueno, tú. Claro, yo el Financial Times todos los días. Abre. Pues Philipp. Ich glaube, dass der Jens ein sehr akribischer Arbeiter ist, der trotzdem in gewissen Teilen auch die Leichtigkeit des Lebens nicht vernachlässigt, der sehr zielgerichtet ist, der auch seine Vorstellungen in der Lage ist umzusetzen, und zwar in der Form, dass er die Leute mitnimmt, dass er also nicht nur so diktatorisch arbeitet, sondern dass er im Team arbeitet, aber ganz klare Vorgaben gibt, was, wo, wie geht. Der zweite Sechser, den lassen wir ein bisschen eher frei, schiebt mit in die Mitte.
Na? Okay, hier verschieben wir und dann das Ganze auf der anderen Seite. Komm, wir lassen ein, zwei Mal laufen. Okay. Ruhig nach vorne in die Spitze. Ja, jawohl. Also gerade am Anfang ist es schwierig, sich mal so in ein neues System hineinzuversetzen, aber gleichzeitig macht es auch schon irgendwo Spaß auf mehr, weil man merkt, dass es irgendwie der Mannschaft auch weiterhilft. Also so ist jetzt mein Gefühl. Und ich denke, wenn wir das jetzt vor allem im Trainingslager noch taktisch verbessern, kann das echt eine Waffe sein. So, Pan ist heiß. Ja, kannst du reinmachen, ja. Kann ich dich noch dran erinnern, Trainingslager ans Aquajogging mit Jens? Das war gerade nach dem Spiel, glaube ich. Da war ich gerade verletzt. Als jeder Platz. Ach, du warst da gar nicht dabei. Ich hab's nur gesehen. Also, Wahnsinn, jeder Platz vom Spiel und der Jens hat da jeden im Grund und Boden. Wie nennt man das? Aquajoggt. Wie auch immer. Nee, Wahnsinn. Wir scheinen das regelmäßig zu machen. Ja, das war schon, hätte ich nicht gedacht. A la Bonheur, ne? Dann habe ich. Und geht's dem gut? Ha? Die Grundstimmung war mir nicht fokussiert genug auf das Ziel, was eigentlich ausgeschrieben wurde. Also von Mannschaft, von Trainer, von Umfeld, von Fans etc. Es wurde zwar formuliert, aber. Ich kann viel sagen, ich muss aber auch dafür was tun. Also kann ich nur sagen, wir wollen aufsteigen diese Saison und nichts verändern. Ich glaube da auch, glaube ich, von Trainerseite auch, ja, ist vieles, nicht vieles verkehrt gemacht worden, aber ich glaube, dass da man mehr hätte rausholen können. Ja. Daraufhin haben wir beschlossen, im Winter das Training anzuziehen. Nicht unbedingt jetzt von der Intensität her, daran hat es nicht gelegen, aber von der Art und Weise, mit der Mannschaft umzugehen, mehr Druck auszuüben auf die Spieler, noch mehr Regeln aufzustellen, noch mehr auf jede Kleinigkeit zu achten. Wir holen jetzt die andere Getränke holen wir raus aus der Kabine, wir holen Essen raus, wir streichen ein paar Sachen und wir haben es dann auch getan im Training. Wir waren wirklich dann auch distanzierter zur Mannschaft. Ich bin an der Reihe, ja jetzt bin ich dran. Wir wollen nicht nach hinten durchgereicht werden. Wir müssen uns schon auf die Hinterbeine stellen und Gas geben. Jetzt wird's eng vor dem Auswärtsspiel in Neckarelt. 7 Punkte nur noch bis zu den Abstiegsplätzen.
Wir haben alle Spiele analysiert. Wir haben noch mehr in unser Spiel investiert, neues System. Wir haben Spieleröffnung bis ins kleinste Detail gemacht, gegen welchen Gegner wir was machen wollen. Und dann kommst du aus der Pause raus, verlierst 4-0, 3-0 und dann 1-0 in Steinbach. Und denkst dir, leck mich am Arsch, jetzt hast du noch mehr getan. Du hast die Mannschaft anders angepackt und du holst keine Punkte. Und da haben wir gesagt, irgendwas müssen wir nochmal verändern. Und wir haben gesagt, wir arbeiten so, wie wir die ganze Zeit gearbeitet haben. 40 Jahre wollen wir nicht raus. Der kann der Ball hier 50, 60 Meter genau vorne drin spielen. Das heißt für uns, Kai, lauf ihn an. Ja. Ich glaube, wir haben gesprochen, wir haben genug gesprochen. Jeder hat genug gesprochen. Es zählt nur das, was am Platz passiert heute. Es zählt nur das, was am Platz passiert. Alles andere ist egal. Und hier draußen muss ich Leistung bringen. Wir waren an einem Punkt, drei Spiele vorher verloren, wo jetzt, ich glaube, das war der Punkt, wo du sagst, entweder geht's komplett runter oder du reißt dich nochmal irgendwie am eigenen Schopf raus. Und dann brauchst du halt so einen Moment, wo vielleicht jemand kommt, wie Angelo aufs Feld, der durch seine positive Art eigentlich jeden mitreißen kann, noch ein Tor schießt und wir liegen trotzdem zurück und ein Freistoß reingeht und ein glücklicher Standard dann reingeht und das sind einfach die Momente, da kann dir jeder erzählen, wie du Fußball spielst, ob du Spieleröffnung mit langem Ball machst, mit kurzem Ball, ob du über rechts, über links spielst, da kann dir jeder erzählen, das ist der Moment, wo du nicht erklären kannst und ich bin ja auch als Trainer manchmal froh, dass es die Momente gibt, vor allem dann, wenn sie auf unsere Seite oder auf deine Seite dann fallen. Spiel vor der Brust hoffentlich und deswegen zählt die Liga für uns jetzt, sag ich mal, erstmal nicht. Wir hatten ja schon relativ früh diese Saison leider nicht mehr die wahnsinnig großen Chancen auf den Aufstieg und dadurch wurde der Saarland-Pokal so ein bisschen zu unserem Highlight der Saison und jetzt wollen wir natürlich versuchen, die Saison auch mit einem Pokalsieg zu krönen. Bleibt eigentlich immer hier. Ja? Die Halbposition kommt hierher, holt sich den Ball ab. Diese Position kriegen wir mit dem Stürmer geregelt. Ja? Diese Position kriegen wir geregelt. Das heißt,
Patrick und Kai. Kai ist dann hier. Patrick hier. Immer mal Pech gehabt, das ist Elfmeter, denn wenn er jetzt noch einmal im 16er ist, ja, wie beim Jaron dabei, wenn ich jetzt klar schießen kann, legt der Ball vorbei, lauf in der Rinne, der nächste Hammer. Aber das ist auf Endniveau heute. Ich sage euch sogar, auch wenn die Spiele, wir sind besser. Männer, wir sind aggressiv. So ist das richtig. Meiner Meinung nach haben wir niedergekämpft einfach. Gesagt, ja, wir hätten, meinst du das Pokalspiel? Oder das? Pokal, genau. Hätten sie halt auch schon früher entscheiden können, ne? Wenn irgendjemand anderes Elfer geschossen hätte. Oder ich hätte mir einfach einen Ball genommen nach dem Foul. Ja, ja gut, aber den hole ich mir ja, weil ich wusste, ein anderer macht ihn vielleicht rein. Ich habe ihn ja mit Absicht verschossen, weil... Ja, im Nachhinein, das wär, ne? Das wär, im Nachhinein nee, ist das wär, clever. Das wäre zu früh gewesen. Mach Foul, unterbrech das Spiel! Unterbrech das Spiel! Und schmeckt man, dass es so halt das meiste von mir gekocht wurde, aber ist trotzdem echt lecker. Ist das meiste geschnippelt von dir, meinst du? Nee, generell die ganze Arbeit. Ja, okay. Schnippeln plus kochen. Geschnippelt hast du schon gut, muss man sagen. Das kann man dir lassen. Nee, schmeckt super. Perfekt. Wie die Saison, ne? Genau. Fast. Thank you.
können heute nicht alles verlieren, aber wir können sehr viel gewinnen. Wir können alle unter Druck setzen heute. Alle! Zeigt denen, dass ihr griffig seid im Spiel. Zeigt denen, dass ihr Zweikämpfe habt, Männer. Alles klar? Auf geht's! Eine hochinteressante Saison und wieder eine Saison, in der du auch viele Dinge lernst, wo du sagst, genau so mache ich es wieder, aber auch einige Dinge, wo du sagst, an dem und dem Punkt verhalte ich mich vielleicht intern anders oder auch vielleicht extern anders.